Heute gibt es gleich zwei neue Teammitglieder. Glaubt es oder glaubt es nicht, heute geht die Post ab, also bleibt dran. So, hier am Hafen befindet sich ein Schiff und wir sollen mit den Seeleuten reden. Hey, Mr. Schnauzbart, wenn du irgendwelche Fragen hast, egal was es ist, ich kann es dir erklären. Was, die Isla Corsaria? Corsaria? Also darüber rede ich nicht, ich will ja nicht von dem Piratenkönig verflucht werden. Toddy? Das Schiff dort gehört dem Händler Corsario. Aber meistens fährt er nicht zur See, sondern hängt im Meister Beans Bar herum. Okay, wir wissen schon mal, wo er ist. Dann werden wir mal das Ganze in Bewegung setzen, denn wir sollen ja auch dahin. Meister Bean, das ist ja hier... Warte mal, das ist ja die Bar, genau. Da haben wir auch schon Luigi getroffen. Haben wir denn hier irgendwo den Korsaren? Tatsächlich. Was wollt ihr? Wer ich bin? Mein Name ist Corsario. Ich bin Händler und damit der reichste Mann hier. Geld macht mich frei und frei zu sein macht glücklich. Aber eins frage ich mich doch immer und immer wieder. Warum fühle ich mich nur immer diese Leere, obwohl mein Leben so unbeschwert ist? Das ist wirklich schrecklich. Sag mir, was denkst du, was mir fehlt? Moneten? Nee, eben nicht. Liebe. Eine Romanze? Nein, danke. So eine habe ich mal gehabt. Da muss ich sogar meine Krawatten selber bügeln. Oh nein, das war eine Ehemanze. Du meinst eine Romanze? Das könnte es sein. Übrigens, ich habe neulich von diesem Schatz des Piratenkönigs Cortez gehört. Das wäre vielleicht was, um einen Piratenschatz zu suchen. Besser als jede gefühlvolle Romanze oder was auch immer. Hast du davon gehört? Dieser Schatz soll auf der Isla Corsaria schlummern. Es wird gemunkelt, der Piratenkönig Cortez hätte ihn einst dort versteckt. Zahlreiche wackere Männer sind aufgebrochen, um den Schatz zu finden, aber kein einziger von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Der Rachegeist des Piratenkönigs greift angeblich jeden an, der sich der Insel nähert. Seitdem dieses Gerücht umgeht, wagt es niemand mehr, dorthin zu fahren. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Schatz existiert und ich werde es beweisen. Nicht umsonst habe ich, der große Corsario, alle sieben Meere bereist. Was? Ihr sucht einen legendären Schatz hier in Rohlingen? Was für ein Unsinn. An so einem mickrigen Ort gibt es doch keinen Schatz. Lass dich doch nicht so einen Bären aufbinden. Wie kann man nur so naiv sein? Was? Ihr habt sogar eine Schatzkarte? Zeig doch mal her. Also mach schon. Komm schon. Zeig mal her. So, so. Auf dieser Karte ist ja die Isla Corsaria eingetragen. Ihr habt doch wohl nicht die Absicht, mir meinen Schatz zu klauen. Was? Ihr wollt doch nur nach einem Sternjuwel suchen? Jetzt, wo ihr es sagt, aber auch die Rede von einem sternförmigen Juwel. Wahrscheinlich kann man es für einen Haufen Geld verkaufen, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall brauche ich ein neues Abenteuer. Was meint ihr dazu? Mir scheint, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wollen wir nicht gemeinsam zu Isla Corsaria aufbrechen? Dieses Sternjuwel könnt ihr ruhig haben, aber der Rest gehört mir. Was? Ihr habt kein Schiff, um auf die Insel zu fahren? Was denkt ihr eigentlich, wen ihr euch vor euch habt? Selbstverständlich werde ich ein Schiff besorgen, und zwar ein prächtiges. Also gut, wir haben noch einiges vorzubereiten. Ich bin auf jeden Fall der Anführer und du bist der Kapitän. Also, du kommst am besten gleich runter zum Hafen. Ja, mache ich das? Das könnte ich machen, das sollte ich machen, das werde ich machen. Ich bin halt immer am Überlegen. Ich will keinen Schritt zu früh tätigen, aber das sollte seine Ordnung haben. Wir gucken erstmal. Der muss jetzt schon seine ganze Crew zusammengetrommelt haben. Ja, da sitzen sie alle drin. Ging ziemlich zackig. Gut, dass du da bist. Es gibt da noch ein kleines Problem. Aber schau dir erstmal das Schiff an. Wahres Prachtstück, was? Das ist die Corsar. Unter all meinen Schiffen ist sie die kostbarste. Der Anblick ihrer majestätischen Gestalt rührt mich immer wieder. Unvergleichlich diese elegant geschwungenen Linien. Und wisst ihr, sie ist nicht nur schön, sondern auch ein schnelles und wendiges Schiff. Die Corsar ist einfach... Was? Ihr wollt wissen, wo das Problem liegt? Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wir haben keinen Steuermann. Er ist davon gelaufen. Der Steuermann gehört zu den wichtigsten Personen an Bord eines Schiffes. Und die Umgebung der Isla Corsaria ist ein gefährliches Terrain. Ohne einen tüchtigen Steuermann sind unsere Chancen gleich null. Oh, verehrter Corsario. Wegen dieses Problems scheint er eventuell eine Idee. Was gibt es, Big Omp? Na los, sag schon. Hier in Rohlingen soll irgendwo ein legendärer Seemann leben. Sein Name ist Badromp, angeblich ein kriegsgrämiger alter Kauz. Aber es soll niemanden geben, der geschickter mit dem Steuer umgehen kann als er. In letzter Zeit hat er sich allerdings scheinbar von der Seefahrt zurückgezogen. Gut, dann müssen wir wohl diesen Badromp finden und für unser Vorhaben gewinnen. Für diese Aufgabe scheint mir Kapitän Mario genau der Richtige zu sein. Irgendwelche Einwände? Okay. Gut. Alles klar, gut. Okay, alles klar. Super. Beschlossene Sache also. Mario, du musst uns umgehen, diesen Badomp herbringen. Wenn es weiter nichts ist.
So, meine lieben Liebenden. Wir müssen also Bart Om finden. Wo ist er denn? Und wie immer, wenn keiner eine Ahnung hat, was zu tun ist, wenn niemand weiß, niemand eine Ahnung von Tuten und Blasen hat, einer hat immer davon Ahnung, das ist unser Professorchen, der Herr Gumbart. Also spuck mal aus. Bart Om? Ist das nicht der Alte, der direkt neben mir wohnt? Von dir aus gesehen rechts. Er war einmal ein sehr berühmter Seemann. Aha, er wohnt direkt nebenan. Gehen wir ihn am besten mal besuchen. Die Tür ist von innen verschlossen. Ja, doof. Kommen wir nicht rein. Ich möchte jetzt ganz kurz zur Jobagentur, denn da nehme ich was an, also einen Job. Also das gibt es schon jetzt die ganze Zeit, aber jetzt ist es wichtig. Hallo, du bist zum ersten Mal in einer Jobagentur, oder? Ich kann dir erklären, wie unsere Agentur funktioniert. Möchtest du? Ja gut, so. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag ereilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf die Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? Oder merkt ihr, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Alles klar, probier's doch gleich mal aus. So, ich hätte gerne hier, ganz genau, 3 Fragezeichen. Ich bin auf der Suche nach einem seltenen Orden. Details sind leer, steht da, und wir treffen uns auf dem Dach des Hauses von Rachel T. Der Name des Auftraggebers ist unbekannt, vielleicht ein furchtbarer Kerl. Und diesen Auftrag willst du übernehmen? Also dann, gib dir Mühe. So, wir wissen ja, wie wir da hinkommen. Bisschen so oder so. Mit Rudi erstmal hier hin. Da waren wir ja auch schon mal. Haben Sternsplitter gesammelt. Ich gucke mir das gerne nochmal aus der Nähe an. Aber ist gebongt. Also erstmal zu dir. Ach, das war ja ganz woanders. Ich bin ja total falsch gerade. Aber egal. Sei gegrüßt, ich bin der Troubadour Walter von Jeden Tag visite ich hier oben und erzähle Geschichten. Ich kenne die gesamte Legende der Stadt Rohling. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas. Allerdings kostet es sich ein paar Münzen. Möchtest du gerne einen Teil der Rohlinger Legende hören? Such einfach was aus. Nee, jetzt nicht. Das machen wir schon noch, aber nope. Gut, wenn wir jetzt hier sind, kümmern wir uns erstmal um diese Angelegenheit. Denn wir können in das Haus rein mit unserem neuesten Move. Mit unserem neuesten Fluch. Da-da-da-da. Und schon sind wir drin. Und da ist Bart Om. Was wohl? Na, wie soll ich den synchronisieren? Der Seemann Bart Om. Nie gehört. Versuch das woanders. Was soll das? Wir wissen genau, dass du Bart Om bist. So ist das also. Und was wollt ihr von mir? Ich soll Steuermann auf eurem Schiff werden. Tut mir leid, versucht es woanders. Ich betrete kein Schiff mehr. Was soll das? Hey, du musst uns unbedingt helfen. Wir brauchen dich. Niemand sonst kann uns zu Isla Corsaria bringen. Ich hab Nein gesagt und dabei bleibt es. Also los, verschwindet! Nö, ich gehe jetzt erstmal hier hinten hin und stand bei dir in Siegnähe, wenn du nichts dagegen hast. Und du hast nichts dagegen zu haben, sonst wär ich sauer. Tja, doof. Dumm gelaufen. Was tun, Bamba? Da scheint er ein ganz sturer Hund zu sein. Aber warum fährt der Kerl eigentlich nicht mehr zur See? Vielleicht kann uns das ja irgendjemand erklären. Irgendjemand? Nun, Professor Gumbart, könnten Sie uns gerade nochmal helfen bei der Angelegenheit? Warum Bart Om nicht mehr zur See fährt? So genau kenne ich nun auch wieder nicht. Aber Meister Bean in der Bar am Marktplatz weiß bestimmt etwas mehr darüber. Gut, dann haben wir schon mal einen Anlaufpunkt. Ja, ich finde es ganz gut, wie das alles so verzwickt ist. Pass auf. Wir müssen so oder so dahin. Weil wir auch auf das Dach von Rachel T. sollen. Aber jetzt sind wir erstmal bei Meister Bean, also erzähl mehr. Bart Om hat es abgelehnt, mit auf euer Schiff zu kommen. Und ihr wollt ihn wirklich dazu bewegen, wieder zur See zu fahren? Zu Isla Corsaria wollt ihr also. Das Meer dort ist tatsächlich etwas schwierig zu befahren. Bart Om wäre da perfekt. Also dieser Bart Om, der hat gerade eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Soll ich euch etwas darüber erzählen? Na dann, hört gut zu. Bart Om hatte eine wunderschöne Frau. Scarlet war ihr Name. Die beiden haben sich wirklich sehr geliebt. Aber als Seemann war Bart Om oft nicht... Aber als Seemann war Bart Om oft sehr lange Zeit nicht zu Hause.
Ohne je darüber zu klagen, hat Scarlett immer geduldig auf ihn gewartet. Und Bardom hat all seine Reisen nie eine andere Frau auch nur angesehen. Aber dann... Also, es war in einem sehr kalten Winter. Scarlett wurde von einer schlimmen Krankheit heimgesucht. Zu dieser Zeit befand sich Bardom auf einer sehr langen Seereise. Und als er endlich nach Hause kam, war es bereits zu spät. Er gab sich selbst die Schuld an ihrem Tod. Er dachte, er habe seine Frau im Krankenbett nicht pflegen können, eben weil er als Seemann immer unterwegs war. Und seitdem hat er nie wieder ein Schiff betreten. Wie traurig, deshalb also. Wollt ihr ihn immer noch überreden, jetzt wo ihr seine Geschichte kennt? Na, wir brauchen ihn halt, ne? Ihr seid also fest dazu entschlossen. Dann sollte ich euch das hier geben. Na nü? Ein Abschiedsbrief erhalten. Der letzte Brief von Scarlett an Bardom. Kurz bevor sie verschied, schrieb Scarlett diesen Brief an Bardom. Den Inhalt kenne ich nicht. Sie sagte, Bardom soll diesen Brief bekommen, wenn er sich nach ihrem Tod Vorwürfe macht. Aber als ich sah, wie er verzweifelt versuchte, Scarlett zu vergessen, da konnte ich ihm den Brief einfach nicht geben. Bitte, da ich nicht den Mut fand, Bardom diesen Brief zu geben, tut ihr es für mich. Vielen Dank, wir geben gut auf den Brief Acht. Gehen wir, Bomber. Ja, mit Tod ist nicht zu spaßen. Gerade bei Liebenden. Da spreche ich mal nicht aus Erfahrung. Aber trotzdem kann ich mir nicht besonders toll vorstellen. So, ich möchte mal ganz kurz gucken, ob es irgendwas Tolles hier zu shoppen gibt. Kampfwut. Tut mir nichts. Wie viele Ordenpunkte brauche ich? Na ja, gut. Bringt dir nur ein. Champ-Brosche. Action Command schwer? Nein. Kampfwut ist von. Im Moment nicht. Habe ich nicht noch Ordenpunkte frei, sag mal? Tatsächlich. Also tu mir nichts, mal schon. Irgendwas wollte ich noch haben. Judge P von mir aus. Besser als nichts, aber. Nee, ich wollte den. Ah, hier. Multisprung, den will ich wieder haben. Eins braucht er. Dann macht Charge P wieder aus. Ich habe auch so viele Orden. Ich muss mal etwas raustun. Ich kann die auch verkaufen, dann habe ich wieder Kohle. Orkansprung. Eigentlich nicht. So. Elektriker soll durch dich. Ach, das muss. Den wollte ich auch anlegen. Hammerwurf werden wir wegtun. Ja, und was brauchen wir noch nicht? Sonst eigentlich Schrumpfer brauchen wir nicht. Ich will jetzt ganz kurz nochmal. Ups. Den Elektrikerorden anlegen. Der ist recht wichtig. Wie viel braucht er? 4. Ach du Schande. Was mache ich denn da jetzt? Heute, jetzt tut mir nichts. Mach ich mal Charge weg. Keine gute Idee, aber wir haben ja die einen Sternattacken dafür. Mehr Sternenergie nach Shore-Einlage des Partners. What? Warum mache ich das an? Glück gehabt. Gegnerische Angriffe gehen manchmal daneben. Fortuna. Eine tut mir nichts, oder? Das ist ein bisschen. Wir haben so viele, aber die sind halt auch gut, ne? Ich tue den letzten tut mir nichts erstmal raus, damit ich den Elektriker reinschmeißen kann. So. Hätten wir das auch geklärt. Als nächstes ist hier das Dach von Razel T und da erwartet uns die Auftraggeberin. Es ist Nagarine. Mein süßer Mr. Schnauzer, ich bin die Auftraggeberin. Ich bin so froh, dass du den Auftrag übernommen hast. Lass uns also gleich mal über das Geschäftliche reden. Ich habe zwar endlich herausgefunden, wo der seltene Orden versteckt ist, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Er muss irgendwo in Logards Burg sein. Als ich hörte, dass du Logard besiegt hast, habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber ich hatte den Zimmer in der Burg, konnte ich nichts finden. Ich weiß zwar nicht warum, aber man braucht wohl Wind, um den Orden zu finden. Suchst du ihn für mich? Du bist meine letzte Hoffnung. Das machen wir gleich. Also Schnitt und dann sehen wir uns wieder in Logards Burg.
Hier versteckt sich meines Wissens noch eine Bodenplatte. Genau, die einen Sternsplitter beinhaltet. Gut. Schön, dass ich das nicht vergessen habe. Unter anderem dank eurer Kommentare. So, aber jetzt mal weiter zur Spitze. Es war ein langer und steiniger Weg, aber wir sind endlich hier, da wo es den versteckten Orden gibt, den Nagarine sucht. Hier bei dem Endboss-Bereich, wo wir Logard besiegt haben. Der Tipp war ja, dass wir Wind brauchen. Und Wind haben wir jetzt. Wir müssen halt nur die exakte Stelle noch finden. Ganz genau, da kam das Ausrufezeichen. Na bitte, der war wirklich gut versteckt, muss man sagen. So, und FXC. Bring Nagarine den Orden, den sie sucht. Das mache ich direkt. Ich hoffe, der Rückweg wird nicht so lange. Endlich, endlich. Mein Gott, was für eine Reise jedes Mal. Hihi, ich sehe es ja, du hast ihn gefunden, oder? Ja, da bitte, was auch immer du damit willst. Das ist der Orden, den ich gesucht habe. Mein süßer Mr. Schnauzer, hör zu und werd nicht sauer. Den Orden habe ich dort versteckt. Das wird ein Spiel. Verzeih mir. Aber genau wie ich erwartet hatte, Schnauzi, Bauzi, du hast offensichtlich noch mehr Talent, als sich Orden zu finden. Ich habe eine prima Idee. Von nun an werde ich dich auf deinen Abenteuern begleiten. Mir scheint, ich kann viele tolle Orden finden, wenn ich mit dir gehe. Und deine Belohnung, also, da du von nun an um mich kümmern musst, gebe ich diesen wertvollen Orden. Beim Angriff piepst Mario wie eine Maus. Und das hier nimm zum Zeichen meiner Freundschaft. Freundschaft? Na egal, wir haben auf jeden Fall Nagarine, die ist optional, aber wir haben sie jetzt. Also, was soll das? Geschenkte Gaul, guck mal nicht ins Maul. Hat folgende Fähigkeiten. Drückst du X, erschnuppert sie, was es der in der Umgebung zu finden gibt. Diese geben scheint es nichts Besonderes zu geben. Drückst du X, erklärt sie dir so, ob sich Items oder Orden in der Nähe befinden. Ja. Ganz in der Nähe scheint sich etwas zu befinden. So zeigt sie dir, dass Items oder Orden in deiner unmittelbaren Nähe sind. Im Kampf kann sie den Gegner mit der Maulschelle angreifen und mit Diebesgut stiehlt sie dem Gegner Items. Dein Auftrag ist erledigt. Du sollst nicht riechen. Ja, ich weiß, dass hier noch etwas gibt. Bleibt mal ruhig. Sondern ich wechsle ganz kurz. Oh, hat sich schon ein bisschen verdichtet, das Teilnehmerfeld, was? Wir sollen ja immer noch Bart Omp den Brief geben von Meister Bean. Oder Mr. Bean, ist mir egal. Aber, nö, das machen wir jetzt erstmal. Hier wohnt er. Gleich nebenan. Hier, guck mal. Was soll das? Ihr schon wieder. Ihr könnt kommen, so oft ihr wollt. Meine Meinung wird sich nicht ändern. Also los, verschwindet. Was ist das, ein Brief an mich? Oh, von Scarlet! Scarlet? Wenn du diese Zeilen liest, werde ich bereits nicht mehr an deiner Seite sein. Da es jedoch etwas gibt, das mir sehr am Herzen liegt, schreibe ich dir diesen Brief. Ich bin von dir gegangen, während du auf hoher See warst. Wie ich dich kenne, wirst du dir das ewig vorwerfen. Aber lies weiter. War mein Leben auch kurz, so verdanke ich dir doch alles Glück der Welt. Ich war immer sehr stolz darauf, einen Seefahrer wie dich sein zum Mann zu haben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Und so soll es bleiben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Entschuldigt mich, bitte lass mich einen Moment allein. Tja, wirklich sad story. Also, schon traurig. Definitiv. Auch ich war sehr glücklich, Scarlet, wie ich dich liebe. Ihr habt doch einen Steuermann gesucht. Zu Isla Corsaria, oder? Nun gut, wenn euch mit einem alten Kauz wie mir damit gedient ist, bin ich dabei. Bart Omp. Na, hervorragend. Das Schiff liegt doch sicher am Hafen vor Anker, oder? Wir sehen uns dann dort. Das ist eine gute Sache, das ist eine gute Sache. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen habe ich erst die anderen an Bord geholt, oder Nagarine eben in dem Falle. Denn wir können die Insignien wieder einlösen. Für Barbara und für Nagarine. Wir haben ja genug davon.
sollte nicht vergessen werden. Ist wichtig. Also ich lasse es mir auf keinen Fall entgehen, sagen wir es mal so. Und das gibt dann wieder einen schönen runden Part. Ich finde es immer so toll, wie man das alles abschließen kann und alle erfreuen sich. Wir sind schon ziemlich stark wegen unserer vielen Ordenpunkte und Nagarina und Co. sind alle aufgelevelt. Also ich muss schon sagen, es läuft, Freunde. Und wie es läuft. Die Nase läuft. Darf sich nun entfernen. Gut, Rudi, helfen wir mal ganz kurz, dass wir schneller zu Fuß sind. Ich freue mich, wie das alles läuft, ne? Was für ein schönes Let's Play. Also Selbstlob sei da mal an der richtigen Stelle. Ich habe eine Mail, aber was ist das denn jetzt schon wieder? Mail Receiver. Bubulia. Hallo Mario, wie geht's? Ach, Bubulia ist ja nicht die alte, oder? Mir geht's wirklich sehr gut. Hat sich viel verändert. Bubulio wird immer noch von Bubuma ausgeschimpft. Finde es schön, wenn er mehr mit mir zusammen wäre. Hast du immer noch viel zu tun? Musst du wieder reisen? Ganz weit weg, wo sonst noch keiner gewesen ist und so. Wie spannend das sein muss, wie aufregend. Wenn du Zeit hast, komm unbedingt mal hierher und besuch mich mal, Bubulia. Oh, sie hat sogar ein Ei. Haben unsere Turteltauben. Ach so, es war ja ein Geschwister. Ist sie vielleicht trotzdem Mutter geworden? Oder irgendwem anders, hoffentlich? Diskutieren wir das nicht weiter aus. Hier liegt das Schiff vor Anker. Und dann werden wir aufbrechen zusammen mit unserem Bartomb. Und dann beginnt das fünfte Kapitel. Also auf keinen Fall verpassen. Ist der Daumen oben. Werde ich euch loben. Danke fürs Ansehen. Bis dann und ciao.